Mein Job ist es, euch vor Fehlkäufen zu bewahren. Lieber gebe ich das Geld aus und habe einen Flop, als ihr es tut. Deswegen habe ich hier Produkte, die ich wirklich never ever wieder nachkaufen würde. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, ich gehe fast, ja, ich sag mal alle 2 bis 3 Tage in die Drogerie und kaufe immer sehr, sehr viele Produkte, um für euch die besten Produkte zu suchen. Und damit ihr einfach euer Geld spart bei Produkten, die mir persönlich nicht gefallen. Meistens trifft meine Meinung bei vielen von euch zu, bei Produkten, die nicht so gut sind. Aber ich brauche natürlich auch Feedback von euch. Wenn ihr eine Meinung zu einem der Produkte habt und ihr sagt, das ist ein richtig gutes Produkt für euch, ist das super, super gut. Wenn ihr meiner Meinung zustimmt, schreibt auch das gerne in die Kommentare, weil ihr einfach nochmal viel mehr Meinung für die anderen aus der Community mit reinbringen könnt. Und ich will gar nicht so viel quatschen. Wir starten direkt mit dem ersten. Und das ist ein recht neues Produkt, was ich sofort wieder weggemacht habe. Das ist von Sundance. Das ist das Haarparfum mit Lichtschutzfaktor 30 und pflegendem Panthenol. Duft nach Sommerwiese. Das ist Quatsch. Also erstmal ist es super, super ölig auf deinen Haaren. Zweitens ist es super alkoholisch. Und was zum Teufel ist Blumenwiese? Nee? Sommerwiese. Sommerwiese, es riecht nach nichts, es riecht nach Alkohol. Ganz, 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 ganz schwierig. Vielleicht in den Längen. Für mich, ich habe, das hier ist meine Länge. Da brauche ich sowas nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass es wirklich angenehm riecht und dann zeitgleich so einen Schutz hat. Aber es ist eigentlich nur alkoholisch und dann ist es ölig auf den Haaren und ich möchte keine öligen Haare haben. Hat mich leider sehr enttäuscht, deswegen ganz, 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 ganz großer Flop. Genauso wie das hier, das ist von Alverde. Das ist ein Hydro Body Spray Hyaluron und Bio Aloe Vera. Ich muss dazu sagen, ich mag den kühlenden Effekt. Ich kann mir vorstellen, dass ich es auf den Beinen auch weiter benutzen werde. Ich komme aber mit dem Duft nicht klar. Das riecht wie dieses typische Naturkosmetiks-Gedöns. Ich dachte mir, das ist ein... Ich mag es nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Ich mag den Geruch nicht. Es riecht, es erinnert mich... Ich hatte meine Schulkameradin, die hat nur so Naturkosmetik benutzt und die roch auch immer danach. No hate. Aber ich mag den Duft leider gar nicht. Und dafür, dass es so recht teuer war, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass es besonders pflegt oder besonders beruhigt. Ganz ehrlich, dann kauft euch lieber das hier. Das ist dieser Milky Toner von Isana. Macht den euch in eine Sprühflasche und ihr habt sogar eine Feuchtigkeit. Das ist einfach recht austrocknend. Das ist, Alkohol ist oft bei Naturkosmetik drin. Alkohol ist auch per se nichts Schlechtes. Es trocknet meiner Meinung nach recht schnell aus. Und gerade bei solchen Produkten muss das nicht sein. Ich mag den Duft leider nicht. Und es sind viele Produkte, wo ich den Duft einfach nicht mag, die hier mit drin sind. Wir bleiben gleich beim Duft. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil da dachte ich, komm, da gönnst du dir mal was. Von Caudalie. Das ist die Vino Therapist Body Lotion. Ich habe es wirklich probiert. Ich habe es wirklich probiert. Ich krieg's nicht hin. Oh, Guinness. Ich weiß nicht, warum. Aber es gibt ja auch von Asam diese Vino-Reihe. Das riecht nach muffigem Keller. Es riecht nach muffigem Keller. Die Pflegewirkung, super. Die Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt. Die Haut fühlt sich toll an. Das ist so ein richtig weiches Gefühl, ohne dass es schmiert. Aber ich muss danach wieder duschen gehen. Ich kriege diesen Geruch nicht hin und der bleibt auf der Haut. Es riecht einfach nach muffigem Keller. Es ist für mich genau so ein Hassduft wie Baccarat Rouge. Mag ich ja auch nicht. Das ist so dieses Muffige da drin. Ne? Ich glaube, bei Baccarat ist es der Safran. Hier, keine Ahnung, was die da von der Weintraube reingemacht haben. Wahrscheinlich den Most oder so, den sie schon 4 Monate mit ihren Käsefüßen gestampft haben. Nee. Leider gar nicht. Wenn der Duft nicht wäre, gut. Aber ich bin eine Duftmaus. Wenn ich Duft habe in einem Produkt, habe ich kein Problem mit, muss es gut riechen. Und ich will danach nicht wieder duschen gehen. Ähnlich wie diese Charlotte Tilbury Body Lotion. Ne? Und gerade bei so einer Body Lotion, die ja wirklich auf eurem Körper verbleibt und auch der Duft ja auf dem Körper verbleiben soll und demnach der Duft ein bisschen potenter ist, wo ich danach aber rieche wie der Keller hier. Nee, tut mir leid. Nicht für, weiß ich nicht, 36 Euro oder was es gekostet hat. Auf gar keinen Fall. Kommen wir mal wieder kurz ein bisschen runter und ärgern uns trotzdem. Weil ich das Produkt eigentlich so gerne mag. Das ist von No Cosmetics, die Hypersense Pink Power Cream. Eine ganz, ganz tolle Creme. Leider war. Die ist ganz leicht rosa. Ist mit Indirubin, Panthenol, Anti-Redness-Formel. Sehr beruhigend.
super, super, super beruhigend. Fühlte sich auch wirklich toll auf der Haut an. Aber das Problem ist, du darfst da nichts drunter haben. Du kannst da nicht, nix, kein Hyaluronsäure-Serum, keine Creme, gar nichts. Egal, was du darunter machst, es rollt sich ab. Auch wenn du die Creme aufbringst, es rollt sich ab. Ich glaube, sie haben sie mittlerweile verbessert. Vielleicht wisst ihr da mehr, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich habe manchmal kein Problem damit, wenn sich ein Produkt abrollt. Aber es muss sich in der Grenze halten. Und wenn ich eine sehr exzessive und natürlich auch preisintensive Skincare-Routine vorher mache, mit vielen Produkten, die ich benutze, um eine schöne Haut zu haben, und dann auch nochmal 15 Euro hierfür ausgebe und das sich dann aber abrollt, aber als sich alles abrollt. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich glaube, es gibt davon mittlerweile ein Serum. Vielleicht probiere ich das mal aus. Weil du hast schon sofort das Gefühl gehabt, dass so Rötungen im Gesicht reduziert werden. Am nächsten Tag sah die Haut ganz, ganz toll aus. Du darfst dein Gesicht aber nicht berühren. Also du, sowas, natürlich, wenn ich weiß, sie rollt sich ab, benutze ich das nur abends. Aber ich liege auf dem Bauch. Ich habe am nächsten Tag, mein ganzes Kissen ist voll mit Würstchen. Das glaube ich nicht unbedingt das, wo ich sage, das brauche ich. Habe ich mich doch wieder aufgeregt, ne? Aber das ist halt das Problem, ne? Ich meine, ich gebe ja mein Geld dafür aus und ärgere mich dann am Ende trotzdem, auch wenn ich weiß, dass ich es für euch tue. Was mir ebenfalls nicht so gut gefallen hat, sind leider diese Patches hier von Garnier. Das sind die mit Vitamin C. Die schwarzen mit Koffein und die blauen mit Kryo, die so ein bisschen kühlen sollen, sehr, 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 sehr gut. Die haben mir leider nicht gefallen. Die haben bei mir einfach gebrannt. Da kann ich einfach nicht viel mehr zu sagen, außer dass sie bei mir gebrannt haben. Vielleicht hatte ich einen schlechten Tag an der Haut, unter den Augen. Vielleicht war die Haut da sehr gereizt. Das ist halt manchmal so ein Ding, ne? Ich sage zwar immer, gebt den Produkten noch mal eine Chance, aber bei manchen Produkten muss man einfach, kann man dann sagen, okay, es hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Deswegen bleibt das dann auch einfach dabei. Ebenfalls, was ich nicht mehr nachkaufe, ist der Liquid Refiner. Hat verschiedene Gründe. Einer davon ist einfach, dass es mir zu stark ist. Und ich das Gefühl hatte, dass ich davon Pickelchen unter der Haut bekommen habe. Das ist ja das No-Cosmetics-Ding. Das ist mir einfach ein bisschen zu stark gewesen. Wirkt antioxidativ, befreit die Poren, peelt sanft. Ich fand das nicht so sanft, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es aufgebraucht, habe es auch durchgezogen. Aber ich hatte immer irgendwie ein bisschen Angst davor. Das ist ganz verrückt. Weil sie hatten mal irgendwie einen Beitrag bei Instagram gemacht und haben gesagt, wenn du das oder den Liquid Illuminator oder so benutzt, dann benutze keine anderen Produkte und das ist mir dann schon einfach zu viel. Und für 15 Euro, nee, ich benutze lieber andere Produkte, die mir einfach ein bisschen besser gefallen haben als das. Was mir aber auch nicht gefallen hat, aber aus einem bestimmten Grund, ihr kennt ja mein kleines sprühendes Geheimnis, wenn ich mir manchmal hier so ein bisschen den Ansatz kaschiere. Real Ansatzspray. Ansatzabdeckung in Sekunden. Es ist eigentlich, muss ich dazu sagen, es ist eigentlich, glaube ich, dafür gemacht, um graue Haare abzudecken. Ich benutze es, um Istanbul hinauszuzögern, also um lichte Haarstellen ein bisschen aufzufüllen. Dadurch sprühst du natürlich auf die Kopfhaut und das Problem ist aber im Vergleich zu dem von L'Oreal, was halt fünfmal so teuer ist, aber besser ist, das rutscht irgendwann von den Haaren runter auf die Haut. Und dann hast du so dunkle Stellen auf der Haut und so Flecken und du siehst ein bisschen aus wie ein Dalmatiner. Wage es ja nicht rauszugehen, wenn es regnet oder wenn du schwitzt. Weil danach läuft dir das vom Kopf. Es läuft einfach runter und das ist wie so, also es war so lustig, denn ihr habt bestimmt die Story gesehen. Wir sind gelaufen und auf einmal hat es geschüttet, geschüttet wie aus Eimern. Wisst ihr, wie ich danach aussah? Mein T-Shirt war dunkelbraun. Es lief mir überall runter, es lief in die Augen, es lief in den Mund, überall diese Farbe. Das passiert bei dem von L'Oreal komischerweise nicht. Deswegen das von Real. Ist leider nicht so meins. Was ich ebenfalls nicht mochte, das habe ich jetzt weggemacht. Da habe ich mich aber einfach verkauft, ist von Isana der Augen-Make-up-Entferner ölhaltig. Ich brauche das nicht. Also ich nehme mein Microfiber Multitool Mini. Ich brauchte für ein Video, brauchte ich einen anderen Augen-Make-up-Entferner. Habe einen anderen gekauft. Diese Zwei-Phasen-Dinger ist okay. Ich finde, ich kann mein Gesicht besser reinigen, wenn ich wirklich so ein Double Cleansing mache. Ne? Also für mich sind diese Ölreiniger einfach so ein bisschen in die Jahre gekommen. So früher war das ja so das Ding. Ich glaube, meine Mutter hatte immer dieses Zwei-Phasen-Ding, um die Wimperntusche loszuwerden. Ich nehme einfach einen Oil Cleanser, entweder als Pumpspender oder als irgendwas anderes, als Balsam. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und was mir leider auch nicht gefallen hat, ist das hier. Das ist L'Oreal Man Expert. Ich dachte, ich probiere mal was anderes als mein Barbershop. Na, ja, das ist wieder die Umkleidekabine, Buxtehude im vierten FC. Pubertierende Jungs. Ja, Mikrofeuchtigkeitsfänger 26 Stunden nonstop gegen Geruchsbildung. Hat sehr, sehr gut performt. Sehr gut performt. Da ist gar nichts mehr passiert. Ne? Nicht ein Tröpfchen, was da noch aus der Haut gekommen ist.
Ich kann den Geruch leider nicht ab. Ich bin wirklich, was diese Männerprodukte angeht, sehr speziell. Es darf nicht zu aquatisch, sportlich riechen. Ich will nicht riechen wie so ein, wie so ein Fußballer. Das klingt immer so böse, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, welchen Duft ich meine. So dieses Adidas Duschgel. Oh. Aber es seht ihr vielleicht im nächsten aufgebraucht wahrscheinlich. Ich habe ein Duschgel aus derselben Reihe, Man Expert, 96 Stunden Power Duschgel für Felgen, Autoreifen und Flugzeugdiesel. Keine Ahnung, das riecht krass. Das riecht mir ein bisschen zu sportlich und ist leider nicht so meins. Ich bleibe einfach bei meinem Barbershop und kaufe auch einfach nichts mehr anderes. Keine Experimente mehr für den privaten Eigengebrauch. Ich bin übrigens sehr gespannt, was ihr vielleicht gefunden habt, wo ihr sagt, ey Mensch, Maxim, das könntest du dir vielleicht doch nochmal anschauen. Dann schreibt mir das liebend gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.